Und an dem Tag muss scheinbar auch keine Schule gewesen sein, weil sonst waren wir gar nicht da heraufgekommen. Aber das ist ja, wie wir da raufgekommen sind, von unserem Wohnhaus da, die 100 Meter herauf. Wir sind ja erst herauf, wenn wir gehört haben, dass die Strafgefangenen freilassen werden. Da sind natürlich mehrere, viele Leute sind da. Und wir als Buben, ich war so 13 Jahre da, wir sind ja auch neugierig gewesen. Wir sind da raufgerannt und da sind die da rausgekommen aus dem Tor. Da haben wir gesehen, da sind ja viele rausgekommen. Dann hat man schon die Schüsse gehört. Dann hat man die Schüsse aber drinnen vom Hof gehört. Und wie wir die Schüsse gehört haben, sind wir davon gelaufen. Und da hast du natürlich schon in der ganzen Umgebung, in die Weingärten, speziell da oben am Kreuzberg und in Steiner Gebiet, hast du immer wieder Schüsse gehört. Ne? Dann haben wir es schon mit der Angst zu tun gehabt, das ist klar. Da haben wir schon gesehen, also, dass da irgendwas schief geht. Ne? Weil sonst hätten sie es nicht auslassen und dann sind die gekommen und haben, angeblich hat das dann die, weiß nicht, die NSDAP oder die SS oder diese Kapo, was da waren von Krems, die haben das dann untersagt, dass die freilassen. Die Strafgefangenen, die Freigelassenen, die sind natürlich alle, sehr viele in die Aussee und in die Berge hinauf. Ne? Und dort haben sie es natürlich alle zusammentrieben. Ne? Dass in Hadersdorf noch so viel erschossen und das haben wir ja trotzdem gar nicht gewusst. Ne? Das hat sich ja dann erst ausgesprochen. Aber das bei uns in der Au und in die Weingärten, und das hat sich schon herumgesprochen, dass da einige erwischt worden sind und erschossen worden sind. Ich habe mir immer, weil wir gewusst haben, dass die so hungrig waren, habe mir immer einen Apfel oder ein Scherzelbrot oder irgendein Schnittebrot eingesteckt, was wir halt gehabt haben. Dort haben Häftlinge von Stein gearbeitet unter Aufsicht eines Aufsehers und die mussten dort Säcke ausladen und dort also hineinschlichten. Ein ganz großes Lager war das. Und anbei war das Militärlager. Und in diesem Lager haben wir versucht, auch zu helfen, indem wir halt den Leuten, was wir halt gehabt haben, wir haben ja selbst nichts gehabt, aber was wir halt aufbringen haben können, haben wir denen das, was, ein bisschen was zu essen gehabt haben. Also es war ein furchtbares Treiben auf der Straße, insofern, dass Mautern, haben es gesagt, wird der Brückenkopf, die Mautinger Brücke, also um die wird gekämpft. Und es sind sehr viele Flüchtlinge auf der Straße gewesen, aus Ungarn, diese Ochsen mit Ochsenkorn und man hat auch die Häftlinge gesehen, wie sie Richtung St. Pölten gegangen sind. Und auf einmal, nach ein paar Stunden, haben sie schon wieder zurückgetrieben. Hat man schon wieder eingefangen. Und dann ist wer gekommen und hat gesagt, jetzt das Name, Exerzierplatz ist was passiert, da müssen wir raus, vielleicht können wir noch helfen. Und wir Kinder sind dann ganz einfach nachgerannt und da habe ich ihm gesehen, wie vier Häftlinge erschossen in einem Graben gelegen sind, die Schuhe waren ausgezogen und ich war so entsetzt damals, ich habe so einen Schock gehabt als Kind, ich bin mitsamt der Also ich bin zu Hause gelaufen und habe mir mitsamt den Gewandern mit die Schuhe ins Bett gelegt, habe die Tuchen über mich geworfen und konnte 3 Tage kein Wort sprechen. Jetzt müssen wir Pause machen. Das war dazu so furchtbar. Das verfolgt mich bis heute. Da gibt es ja auch mehrere Versionen wegen diesem Massaker, wegen der Hinrichtung von Caudray. Jedenfalls sollte ein Telegramm gekommen sein. Ein Telegramm, das
die alle in, also in Zivil anziehen sollen und auch die Häftlinge, soweit was vorhanden ist, und dass sie es auslassen sollen, dass die rausgehen. Und der Cotré hat das Telegramm gehabt und hat es eingesteckt angeblich und ist mit der Uniform heimgefahren und hat sich umgezogen. Und dann ist er und ist sofort zurück in die Strafanstalt und hat aber das Telegramm nicht mitgehabt. So habe ich das erfahren, ob das stimmt, ich weiß es nicht. Und er hat das Telegramm nicht mitgehabt und die SS hat gesagt, na, wo ist das Telegramm? Und da ist schon losgegangen und die haben schon angefangen zu schießen und ist schon der Befehl rausgekommen, dass sie reinschießen. Mit Maschinengewehren haben sie hineingeschossen und sogar Granaten sind von diesen Wachtürmen runtergeschossen worden in die Menschenmenge hinein. Stein, die auf dem Berg darauf sind, nicht? Die, wie sie es runtergeschossen haben, wie die Hosen. Nicht? Wir sind Schülerinnen des BRG Krems-Ringstraße und machen bei dem Projekt Weiße Fleckenzeitung von Step 21 mit. Wir haben erfahren, dass in den Zeitungen von damals, von dem Jahr 1945, wurde das alles komplett verzerrt dargestellt. Es war nicht die Wahrheit, was geschrieben wurde. Und in Archiven haben wir dann auch ein Tagebuch von einem Insassen gefunden, der hat das alles genau beschrieben, was dort passiert ist. Österreich, Deutschland, Tschechien und Polen sind daran beteiligt und die schreiben ebenfalls Artikel über Geschichten aus ihrer Heimat. Das erste Treffen war eben in Hamburg, wo wir an verschiedenen Kursen teilgenommen haben, bei denen wir erfahren haben, wie man am besten ein Zeitzeugengespräch führt, und wir haben etwas über journalistisches Schreiben erfahren und dort auch die anderen Teams kennengelernt. Und dann wieder in Österreich haben wir uns zusammengesetzt und die Artikel geschrieben. Dann ist Elisabeth nach Polen gefahren und hat gemeinsam mit professionellen Journalisten die Texte überarbeitet. Die Artikel von allen 15 Redaktionsteams werden dann in einer Zeitung zusammengestellt und die wird dann Ende Juni in Berlin veröffentlicht. Ich arbeite an einem Projekt und wollte recherchieren, und zwar über das Massaker im Zuchthaus Stein. Hast du mich angerufen? Ja? Genau. Aha. Na, da haben wir einiges vorbereitet. Wir sind das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes. Und das war auch die Aufgabe, als das Archiv 1963 gegründet worden ist, haben wir gesagt, okay, in die staatlichen Archive kann man nicht hinein. Die waren damals, war alles gesperrt. Aber es haben sehr viele derer, wo die Angehörigen hingerichtet worden sind oder die selber im Zuchthaus saßen oder die in Konzentrationslagern waren, haben Erinnerungsstücke daheim. Wir wollen die Dinge zugänglich machen. Wenn es in den staatlichen Archiven nicht gibt, dann machen wir ein privates Archiv. Und das ist im 1963 gegründet worden. Und da hat man einfach das in solche Kuverts reingesteckt. Sie sehen da eine der niedrigsten Nummern. Das ist Schilderung des Massakers gegen die Häftlinge des Zuchthauses Stein. Das ist von diesem Franz Fuchs, der schildert da eben, was er selber erlebt hat. Und ich habe im Internet gesehen, da gibt es eine Datenbank, nicht mehr anonym, von den Opfern von Stein. Da sind nicht nur die Opfer von Stein drinnen, sondern generell alle Personen, also wir sind noch nicht fertig, aber wir ergänzen es nach wie vor, alle Personen, die von der Gestapo fotografiert worden sind. Wie kommt man sonst zu den Fotos? Ne? Ja. Also das sind Gestapo-Fotos und da steht auf diesen Fotografierscheinen dann immer dabei, warum die Leute dort bei der Gestapo verhaftet worden sind, und wir haben dann dazu recherchiert, was aus ihnen geworden ist. Und da ja in Stein ein ganz großer Anteil an denen, die da erschossen worden sind, politische waren, deswegen ist Stein sozusagen ganz prominent vertreten bei diesen Gestapo-Fotos. Und da sieht man jetzt, also was waren das für Leute? Franz Thier war bis zum 6.4. inhaftiert.
dann wissen wir nicht. Also man muss mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass er Opfer des Massakers geworden ist. Wir haben ja keine komplette Opferliste. Da ist zum Beispiel einer, der hat überlebt, weil er 1943 aus dem Zuchthaus heraus zur Wehrmacht einberufen worden ist. Das klingt jetzt so harmlos, nur Leute, die aus einer Strafanstalt oder einem Zuchthaus beziehungsweise aus einem Konzentrationslager zur Wehrmacht eingezogen worden sind, sind in den meisten Fällen in sogenannte Strafbataillone gekommen und auf besonders gefährliche Einsätze geschickt worden, zum Beispiel zur Partisanenbekämpfung. Das ist diesem Leopold Grüner passiert und dem ist zum Beispiel passiert, der ist in Griechenland eingesetzt worden im Einsatz gegen Partisanen und ist dann von Partisanen getötet worden. Ich persönlich nehme mit, dass genau diese Projekte einen anderen Blickwinkel verleihen. Wenn man dann zum Beispiel als ich nach diesem Projekt dann wieder irgendwann zufällig am Gefängnis vorbeigegangen bin, ich habe es ganz anders angeschaut. Ich hatte ganz andere Gedanken, mir war bewusst, was da passiert ist. Und es ist eben dieses Bewusstsein, das sich bei mir persönlich gebildet hat, eben vor allem durch dieses Projekt. Kurz bevor das Massaker angefangen hat, da habe ich den Direktor Kurt Reh, das war ein Dresdner, getroffen. Und der war ein bisschen aufgeregt, sagt er, ich soll schnell gehen und mich umziehen. Ihr werdet alle entlasten. Und umziehen und so weiter und in den Hof und verschwinden. Und dann, damals habe ich mich umgezogen, meine eigene Kleidung genommen. Ich bin hinuntergegangen und zwar habe ich einen paar bekannten Bauern aus Zellfalle unten getroffen. Und der hat seine Schuhe gekauft. Es waren so haufenweise zusammen. Und die Leute haben mal geschaut, wer was kriegt. Habe ich gesagt, nimm irgendetwas und geh. Ob was der gemacht hat, jedenfalls ist, hat er den Tod gefunden. Und dann bin ich, wie gesagt, so in diese Gasse hinein. Der Kollege hat gesagt, er wird sich hinter einer Mauer bei diesem verstecken. Und ich habe ihn das nicht erlaubt. Also seine Pläne nicht bloß, du gehst in eine Verderben. Nicht, gehen wir weiter. Und was dann bis zum letzten Tor gekommen. Und gleich hinter dem Tor sind zwei Offiziere gestanden. Ich habe schon dem Manfred gesagt, du drehen wir um, ich drehe mal weg, geh mal. Und das war das Glück. Gleich danach sind die Offiziere hineingekommen und dort hat es so angefangen rum.
Handgranaten, Gewehre und so weiter. Und dann, wir sind gerannt und da sind wir raufgekommen am Morgen auf den Gang. Da steht ein alter Mann, so gebückt, schon über den. Und unten steht ein SS und schreit rein in die Zellen, so schließlich. Und ich bin im Krieg und hab den alten Mann gepackt, umdreht, in eine geöffnete Zelle hineingeschmissen. Und da bin ich erst aufgefallen, dass es der Vater von meinem Freund war. Da habe ich runtergeschaut. Den Nordwesthof und Richtung Revier, also sozusagen Spital. Da habe ich gesagt, der Direktor zerschossen, alles erschossen. Dann sind wir noch einmal geflüchtet, herunter und nachher einmal über den Krank. Und dann waren wir in einer Zelle, die in den mittleren Hof da ist. Dort habe ich auch einmal hinuntergeschaut. Da habe ich einen geschossen. Aber mich hat er nicht erworfen, jedenfalls. Sei geblieben und es hat sich nichts gegeben. Jetzt wissen Sie, was man fantasiert. Jetzt haben wir gedacht, die werden jetzt uns Huhl holen und da schießen. Und auf einmal haben wir gehört, dass jemand unseren Namen ruft. So sind wir still gewesen, nichts geredet. Erst wie direkt an der Tür war, haben wir es müssen melden. Und dann haben wir gesagt, wir kommen, wir sollen helfen kommen. Und zwar also den Stand der Häftlinge irgendwie festzustellen. Also da war ja, wenn man die Bücher sich durchschaut in der Strafanstalt, wenn einem klar wird, wer dort aller war, auch von den Nationalitäten, ja, das war ja schon ein Teil Europas, der hier auf engstem Raum zusammengepfercht war. Halt das Europa, das halt mit den Nazis nichts am Hut gehabt hat. Und dann noch die Mischung mit den Kriminellen, nicht? Weil es ist ja eine perfide Geschichte, dass man Politische und Kriminelle zusammengibt, weil damit sind die Politischen auch diskriminiert. Da hat es natürlich Häftlinge gegeben, die wegen Propaganda, Flugblätter, Zusammenkünfte und viele, die für die Rote Hilfe gespendet haben, die sind ja oft natürlich wegen dieser Spenden eingesperrt worden. Im 44er Jahr, wie sich die Deutschen zurückziehen mussten aus Griechenland, hat man alle Häftlinge aus verschiedenen Gefangenenhäusern, aber auch Inseln zusammengeholt, um sie in einen Transport, also es war nicht nur ein Transport, sondern mehrere Transporte Richtung
Wien zu schicken, Richtung Österreich, also Ostmark zu schicken, um sie dort weiterhin einzusperren. Ja. Und da war ein Großteil der Häftlinge, waren politische Häftlinge. Ne. Also die auch an Widerstand die Partisanentätigkeit verübt haben. Allein die Tatsache, dass die griechischen Häftlinge, dass man die hunderte Kilometer durch halber Europa führt, nur damit sie nicht freilassen werden. Ja. Das heißt, da hat niemand ein Interesse gehabt von den Nazis, die politischen Häftlinge freizulassen, auf was hinauf. Ja. Also das war bis zum Schluss klar. Ein großer Teil der Täter, würde ich sagen, ist nie zur Verantwortung gezogen worden von Stein. Und das muss man so ganz klar sagen. Jetzt war der Prozess ein Riesenprozess, einer der ersten großen Volksgerichtsprozesse nach 1945, wo man natürlich schon dann das aus sich vieles schon gezeigt hat, was sich dann später gezeigt hat, dass es einerseits für die Opfer ganz klar war, wer ihre Täter waren. Aber dass du dann dem Täter vor Gericht eben die Handlung so im Detail nachweisen musstest, was schon richtig ist. Ja. Aber so nur zu schießen war zu wenig. Du musst das genau gesehen haben, dass der geschossen wurde. Ne. Das heißt, da sind dann schon die Grenzen auch der Gerichtsbarkeit, die man dann nachher auch in vielen Dutzenden Fällen gekannt hat, wo viel eher die Opfer vor Gericht zusammengebrochen sind, weil sie irgendwie so machtlos gewesen sind, dass sie das auch nicht den Tätern das nicht bewiesen werden konnte und sie ja nicht oft nicht dazu imstande waren. Ne? Die Anerkennung oder was immer haben sie ja in der Regel nicht gekriegt. Nicht? Nicht nur in der Regel, sondern die haben es nicht gekriegt. Ja. Dass das, wofür du eingesperrt worden ist, dass das Widerstand war, damit warst du in Österreich nicht sonderlich beliebt. Samstag, 7. April 1945. Die SS hat die Strafanstalt Stein nach dem Massaker vom Vortag bereits verlassen. Haufenweise liegen Tote in den Gefängnishöfen. Bald werden Häftlinge, die 229 Ermordeten, in drei Massengräbern verscharren. Ein Wachmann der Wasserschutzpolizei trifft mit zwei Gefangenen in der Strafanstalt ein. In seiner Hand ein Zettel, darauf ein Rundsiegel, eine unleserliche Unterschrift und die Aufforderung, die beiden namenlosen Ausländer zu erschießen. Mehrere Aufseher widersetzen sich dem Auftrag. Da rückt ihr Kollege K. zu seinem Wachdienst ein. Der war schon illegaler Nazi und hat in mehreren deutschen Straflagern Dienst versehen. Jetzt soll er die beiden Männer erschießen. Kein Einwand kommt über seine Lippen. Er führt die beiden Gefangenen in den Wäschereihof des Zuchthauses. Einen lässt er warten, mit dem anderen geht er gut 150 Meter weiter. Gleich neben einem Leichenhaufen stellt er den Gefangenen mit dem Gesicht zur Wand, legt das Gewehr an und schießt zweimal. Der tödlich Getroffene fällt zu Boden. K. holt den zweiten Gefangenen, der ihm apathisch zur Wand folgt. Gleich darauf knallen zwei, drei Schüsse. Der Getroffene bleibt aber stehen. Und nun ist auch noch die Gewehrmunition zu Ende. K. greift nach seiner Pistole, doch das Ding versagt. Mit dem Gewehr eines Wachpostens vollendet er den Auftrag. Also ich weiß gar nichts, es ist immer sehr, sehr nur geduschelt worden. Es war eigentlich doch irgendwie eine Schande oder so. Und der hat über ihn erfahren, dass er eingesperrt ist, in Graz-Karlau. Und das habe ich erst nach und nach erfahren. Und dass er ihm deswegen
weil mit der ganzen Geschichte, da hat es immer geheißen, die Geschichte mit dem Bützlehrer in der Anstalt. Ich glaube, es war eine Weihnachtsamnestie, irgendeine so eine Amnestie von einem Bundespräsidenten. Aber mein Gott, das war damals 1954, er ist heimgekommen und er war eigentlich schwer enttäuscht, weil er da nicht mit Musik empfangen worden ist. Also das war von mir aber auch ein bisschen böswillig ausgedrückt. Und ja, von mir war er zuerst begeistert, weil ich blond und blauäugig war und ich war halt eine deutsche Maid. Leider war die deutsche Maid halt da nicht so begeistert von seinem ganzen Ding. Er war noch begeistert, aber er hat natürlich, am 20. April ist natürlich ein Gasthaus mit die Fahne hoch und Deutschland gesungen worden. Und also überhaupt, wenn sie vom Alkohol beeinflusst waren, bis ich mein Schwiegervater das Leben genommen habe. Ein Freund von meiner Schwägerin ist gekommen und hat meinen Mann aufgeweckt, das war zeitlich in der Früh, und hat gesagt, der Vater hat sich aufgehängt. Dann hat meine Mama gesagt, naja, habt schon einen Doktor geholt, habt schon Polizei geholt, habt ihr schon angeschnitten? Ich war nicht dabei, was sie nicht erzählt haben. Haben sie dann gesagt, er hat das Hitlerbild vor ihm, ein Hitlerbild. Wie er zu dem gekommen ist, weiß ich nicht. Ein Hitlerbild vor ihm liegen gehabt und ein Kreuz, ein Christuskreuz, das war von der Küche, da hat er den, dass der Herrgott mit dem verkehrt durchgegangen ist, also wenn der Herrgott soll nicht zuschauen. Ich bin in Stein aufgewachsen, also in Krems geboren, in Stein aufgewachsen und in Krems hat zur Schule gegangen. 1989 wurde ich der Justizanstalt Stein zu Ausbildungszwecken zugeteilt und im Zuge dieser Ausbildung habe ich mich erstmals mit dieser Katastrophe auseinandergesetzt. Üblicherweise beschäftigt man sich im Rahmen von Ausbildungen auch mit geschichtlichen Entwicklungen im Strafvollzug und natürlich mit der Geschichte der Entstehung der jeweiligen Justizanstalt. Und im Zuge dessen wurden mir Unterlagen ausgehändigt. Ich habe diese Unterlagen eifrig durchstudiert und da bin ich erstmals drauf gestoßen und war eigentlich fast sehr verwundert, verwundert darüber, dass man dann doch schon 27, 28-Jähriger so an dem Vorfall sozusagen vorbeileben kann und eigentlich erst im Zuge einer Ausbildung draufkommt, was da passiert ist. Ich bin nicht der Meinung, dass man schon genug darüber geredet hat und glaube, dass man nach wie vor das mehr ins Bewusstsein heben muss. Ja? Und sei es durch Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen oder durch Projekte, also Strafvollzug, Kunst im öffentlichen Raum. Ja? Ich glaube, das ist notwendig, bis hin zu Ausbildungen von Justizwachebeamten, wo solche Dinge ebenfalls meiner Meinung nach gut einfließen können. Da haben wir von der Pfarre aus einen Kreis gebildet und ältere Menschen gebeten, ihre Erlebnisse in der Kriegszeit zu schildern.
Normalerweise ist über den Krieg ja nur von ehemaligen Soldaten gesprochen worden. Und die haben erzählt, was in Russland, in Frankreich passiert ist. Diese Männer konnten natürlich von daheim nichts erzählen, weil sie nichts wussten. Es waren daher hauptsächlich Frauen, die dann zu dieser Runde gekommen sind und berichtet haben, was 1945 vorher und danach hier passierte. Im Groben war es so, dass eben es in Stein plötzlich die Möglichkeit gegeben hat, dass Häftlinge freigekommen sind und dass einige Richtung Wien ziehen konnten, andere Richtung St. Pölten. Es dürfte so gewesen sein, dass wahrscheinlich, ich vermute es jedenfalls, dass in Göttwerk die Napola, die sich einen Telefonanschluss hatte, ja, verständigt wurde und die Napola ist dann ausgeschickt worden, die zu verhaften. Ja. Baudorf selber, in Baudorf selber war es so, dass der damalige Volksschuldirektor gleichzeitig der Volkssturmführer war. Ja. Hat vielleicht in der Schule auch ein Telefon gehabt, weiß ich auch nicht. Ja. Auf jeden Fall sind die aufgefordert worden, Häftlinge, die sie irgendwo treffen, zusammen zu sammeln, zu treiben oder wie auch immer. Ja. Was die auch getan haben. Dazu ist aber noch gekommen, dass Stein eine Außenstelle in Hörfahrt besaß mit einer Zahl, etwa 10 bis 20 Häftlingen, ein relativ kleines Gebäude. Meines Wissens sind die von Baudorf nach Hörfahrt gebracht worden, weil es ja dort diese Außenstelle von Stein gab. Und dort ist es dann zum Massaker durch die SS gekommen. Wir haben im Pfarrgemeinderat auch darüber gesprochen und es ist die Idee aufgetaucht, ob man nicht sowohl in Barnholz wie auch in Hörfahrt an den beiden Hauptorten eine Gedenktafel errichten könnte. Und die Zustimmung war gegeben, die Kosten waren ja auch nicht enorm. Ja. Und in Barnholz hat zufälligerweise, könnte man sagen, oder auch nicht, gerade an der Stelle der Ermordung, ein Martal errichtet, aber jemand, der von diesen Vorgängen keine Ahnung hatte, weil er gar nicht aus der Region stammte. In Hörfahrt wieder, da gab es eine neue Kapelle. Die Kapelle ist im Besitz der Marktgemeinde Baudorf. Aber es hat überhaupt kein Problem gegeben, diese Tafeln anzubringen. Mir wäre es ein Anliegen, wenn es zum Beispiel gelänge, ja, die Menschen, die offenkundig noch in Barnholz begraben sind, die zu exhumieren und auch zu identifizieren und vielleicht auch Namen zu bekommen und vielleicht auch noch mit Familien in Kontakt treten zu können, das wäre mir persönlich ein Anliegen. Es ist schon sehr spät. Aber wenn wirklich noch was gelingen könnte, das wäre mir ein großes Anliegen, weil man den Menschen auch hier am Ort, wenn man einen Namen hat, ein Bild hat, einen persönlichen Kontakt hat, natürlich manches noch näher bringen kann. Der Großteil ist später geboren. Ja. Die lesen einen historischen Artikel, aber haben keinen persönlichen Bezug. Und ich glaube, indem man einen Namen und ein Bild hat, wird einem manche Stärke bewusst. Und es ist wichtig, versuchen, Widerstand zu leisten. Alles, was aus der alten NS-Ideologie kommt, ja, wiederum zu neuem Leben zu verhelfen. Ich fürchte, die Gefahr ist nicht für immer gebannt. Das waren die ersten Weihnachten ohne ihn, die wir sozusagen alleine verbracht haben, meine Mutter und ich. Ja. Er war damals schon im Landesgericht in Untersuchungshaft. Ja. Mein Vater hat in einer Pistolendreherei gearbeitet. Dort hat er
auf der Toilette die Worte "Es lebe die Internationale" geschrieben. Es dürfte nicht das erste Mal gewesen sein, weil von der Nebentoilette hat ihm einer mit einem Spiegel irgendwie beobachtet. Aufgrund dessen ist er eben dann eingesperrt worden. Der Angeklagte, Herr Westermeier, hat im Juli 1942 in Wien durch Anbringung einer kommunistisch-propagandistischen Inschrift auf der Wand der Klosettanlage seines Betriebes das Verbrechen der Vorbereitung zum Hochverrat begangen. Dann hat er das Urteil bekommen und das Urteil war 7 Jahre Zuchthaus und 7 Jahre Ehrverlust. Wie er dann in Stein schon inhaftiert war, wir sind ja zu ihm gefahren. Ich hätte ihn ja nicht besuchen dürfen, ja, was ich so gehört habe dann von meiner Mutter. Und das war von diesem Wachpersonal nur sozusagen eine Freundlichkeit. Er hat dort raus dürfen, kurz. Er ist in einer Türöffnung gehockelt und mit offenen Armen, dass ich zu ihm komme halt und dass er mich umarmen kann. Dann war das vorbei, ja. Eben dort in den Ort gegangen, habe mich umgeschaut, habe das große Kriegerdenkmal gesehen, bin weiter zum Friedhof, wo diese 61 Leute ja umgebracht wurden. Der Friedhof wurde ja erweitert, also diese Mauer gibt es nicht mehr, wo die verscharrt waren. Und ich bin halt rund um den Friedhof gegangen, im Friedhof herum und überall und habe geschaut, ob es da irgendwo eine Tafel gibt. Ja. Hat es nicht gegeben. Ne. Ja. Das war eine große Enttäuschung und die Blumen, die ich mitgehabt habe, um sie bei der Gedenktafel oder was immer dort hinzulegen, die habe ich dann zum Kriegerdenkmal gelegt und bin dann wieder nach Hause gefahren. Krieger- und Heldendenkmäler sind in der Erinnerungslandschaft von Landgemeinden häufig und prominent anzutreffen. Zeichen des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus können aber auch noch heute Streit entfachen. In Hadersdorf am Kamp hat es einen Eklat nach einer Gedenkfeier zum 61. Jahrestag des SS-Massakers gegeben. Der Verein Gedenkstätte hat dafür auf der Straße mit Kreide die 61 Opfernamen aufgeschrieben und ein provisorisches Denkmal errichtet, das auf Anweisung vom ÖVP-Bürgermeister Bernd Toms nach der Veranstaltung wieder abgetragen wurde. Ebenso musste die Feuerwehrjugend die Straße sauber waschen. Im Jahr darauf stand dann das Gedenken unter dem Ehrenschutz des Bundespräsidenten. Die Botschafter Deutschlands und Tschechiens sind in den kleinen Ort gekommen und die Präsidentin des österreichischen Nationalrats. Alle waren da, nur die Gemeindevertretung, die hat gefehlt. Und ich bedanke mich gleich zuvorderst und zu Beginn bei der Initiative der Gedenkstätte Hadersdorf am Kamp sehr herzlich, dass Sie alles daran setzen, hier eine Gedenkstätte zu errichten, die so wie überall in Österreich, wo noch keine Gedenkstätten angebracht sind, dringend notwendig ist. Dass Österreicher auch zu den Tätern gehörten, wurde lange öffentlich verschwiegen und verdrängt. Erst als dieses Verleugnen sehr spät, aber endlich zu brechen begann, wuchs die Aufmerksamkeit, auch gerade für jene Menschen, die sich gegen die Gräuel des Nationalsozialismus und das unbeschreibliche Leid, das unfassbare Unrecht einsetzten und häufig auch dafür ihr Leben lassen mussten. Wenn Sie heute im Gedenken an diese 61 Menschen schwarze Luftballons mit den Namen der Opfer steigen lassen, dann sollten wir uns Zeit nehmen, uns jener Menschen zu erinnern. Jeder von ihnen steht mit seiner Überzeugung und seinem Mut gegen die Tyrannei der Nazis, die er nicht einfach hinnehmen wollte. Jahre nach dem Massaker,
Und nach mehr als 10 Jahren Diskussion und Blockade eröffnet der Hadersdorfer Bürgermeister eine Gedenkstätte. Ich darf Dankeschön sagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hierher zu kommen und diese Segnung mitzuerleben. Sie sehen an der Beteiligung 2000 Einwohner. Die Leute wissen das. Ich habe einige gefragt und einige haben gesagt, geh bitte, lasst uns in Ruhe. Das ist der Grundtenor. Vielleicht für diejenigen, die von weiterkommen, Hadersdorf war immer schon ein Ort an einem Kristallisationspunkt, der von verschiedenen Verkehrswegen Kreuzungspunkt war. Und es gab natürlich auch schon auch in den Geschichtsbüchern vermerkt etliche Blutbäder, die sich auch in unserer Region ereignet haben. Und ich denke hier nur an die Schwedenheere, die hier fürchterlich gewütet haben. Sehr geehrte Damen und Herren, für den Gemeinderat der Marktgemeinde Hadersdorf-Kammern, für alle Bewohner dieses Ortes, steht dieser Gedenkstein für die Ermordung aller des Zweiten Weltkrieges. Dieser Gedenkstein steht aber auch für die Menschen, und das möchte ich heute bewusst sagen, für die sogenannten kleinen Mitläufer, die aus Sorge um ihre Familie, ihre Kinder, sich schuldig machten und schwiegen und nach Kriegsende denunziert wurden und zum Großteil von russischen Horden umgebracht wurden. Darf ich vielleicht noch kurz was sagen? Ich bin Christine Schatz-Derker, mein Vater war einer der 61 Ermordeten. Wir haben diesem Denkmal nicht zugestimmt. Der Text auf diesem Denkmal ist von meinem Sohn. Ja? Nur möchte ich sagen, hier fehlt ein Wort. Das ist scheinbar absichtlich weggelassen worden, weil es hat geheißen, 61 politische Gefangene. 61 politische Gefangene hat es geheißen. Und sie haben den Text von meinem Sohn einfach genommen, ohne zu fragen, ob wir einverstanden sind, damit das sich ändert. Ich würde Sie ersuchen, das können Sie heute am Nachmittag sagen. Nein, wir sind hier in einer feierlichen Feier zu Ehren der. Und ich habe hingewiesen auf das rechthaberische, auf die rechthaberischen Haltungen dieser Positionen. Der Herr sei mit euch. Wie die Häftlinge versteckt am Friedhof ermordet wurden, so ist die Tafel jetzt auch versteckt. Wir hätten uns ein Objekt am Hauptplatz gewünscht, wo auch die Namen draufstehen und wo wirklich steht, dass das politische Häftlinge waren, die aus Stein gekommen sind. Ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig schwierig ist, in so einer kleinen Gemeinde einfach Schritte in die andere Richtung zu machen. Ja. Man muss mit den Leuten zusammenleben. Ja. Da müsste sich viel ändern an der Denkweise des größten Teils der Gemeinde, dass da sich was ändern könnte.